Jetzt würde ich gerne zeigen, wie man an die Töne kommt. Ich gehe mal ins Internet und wähle dort Salamisound aus, salamisound.de. Bestätige mit Enter. Ja, ich muss damit irgendwie einverstanden sein. Und kann jetzt hier unglaublich viele Töne herunterladen und auch zur Probe anhören. Und ich möchte hier auch nicht von Werbung genervt werden, aber kann man eben nichts tun. Wichtig ist, dass hier Zeiten stehen, die kurz sind, also ein paar Sekunden bloß. Und hier ist ein Zweizylindermotor, der gestartet wird. Hier kann man erstmal horchen, wie hört sich das an? Okay. Und das kann ich dann hier herunterladen. Und muss es dann hier bestätigen. Das Ganze wandert dann zum Beispiel in den Download-Ordner. Und dann speichere ich das mal. Ja, ich habe genug, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet und gehe deshalb hier mal raus. Hier sind jetzt diverse Klänge. Ja, wie komme ich da hin? Ganz einfach, hier ist Klang und dort kann ich mir einfach Klänge herausziehen. Ich muss nur darauf achten, dass hier ganz steht. Also spiele irgendeinen Klang ganz. Klick, dann hier klicken und ich kann dann suchen, wo der Klang ist. Leider finde ich den noch nicht. Ich muss den erstmal sozusagen bereitstellen. Das geht hier. Wenn ich also den neuen eben heruntergeladenen Klang haben möchte, gehe ich hier auf Klänge und sage unten Bescheid, Klang hochladen. Klick. Dann hangel ich mich in meinen Download-Ordner. Wähle die eben heruntergeladene Zweizylindermaschine, öffne das. Das ist jetzt hier verfügbar. Ich gehe zurück zu den Skripten und kann hier jetzt den Pfeil betätigen und sagen, ich möchte bitte das Moped haben mit dem Zweizylindermotor. Und dann ist dieser Klang praktisch hinzugefügt. Das habe ich mit den anderen hier oben genauso gemacht.